Wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Frank Ernst vom Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung. Der BTGA ist ein Verband, der Mitglieder aus der technischen Gebäudeausrüstung vertritt. Unsere Mitglieder sind ausführende Unternehmen und damit größer als ein klassisches Handwerksunternehmen. Das heißt, unsere Mitgliedsunternehmen sind zwischen 30, 40 Mitarbeitern bis hin zu knapp 10.000 Mitarbeitern stark und machen Anlagenbau. Sie führen in der Regel nicht nur ein einzelnes Gewerk aus, sondern sie betreuen die komplette Baustelle über Klima, Lüftung, Kälte, Heizung, Sanitär, Elektrotechnik bis hin zur Automation von Gebäuden. Das ist der Kern und das ist die Aufgabe unserer Mitglieder. Ja, ich würde ganz oben mal einleiten mit einem Thema, da wir viel über Digitalisierung gesprochen haben und letztendlich auch die Chancen, die daraus für uns entstehen. Wir sprechen alle über Fachkräftemangel. Das ist in vielerlei Hinsicht ein Thema, aber ich beschränke mich jetzt mal eben auf den demografischen Wandel, in dem wir uns befinden. Die Babyboomer-Jahre werden in den Ruhestand gehen und laut einer Prognose des Wirtschaftsministeriums in Deutschland werden wir bis 2030 werden uns 4 Millionen Menschen im erwerbstätigen Alter zwischen 20 und 65 Jahren fehlen. Und wenn man sich das mal hochrechnet auf das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland über das Pro-Kopf-BIP, wird das BIP allein über den demografischen Wandel um 5% zurückgehen, was natürlich unsere Wirtschaftskraft in Deutschland gravierend schlägt. Das wäre für mich jetzt mal eine Frage in die Runde. Ich könnte schauen, wer antworten möchte. Wir können aber auch 2, 3 Stimmen dazu hören. Ist das Thema Digitalisierung im Bauwesen eine Chance, dem demografischen Wandel entgegenzugehen und somit ein Stück weit auch den Fachkräftemangel zu reduzieren? Ich würde auf der Seite anfangen. Wer möchte? Ja, ich kann anfangen, aber ich glaube, das Mikro, doch. Das wäre genau der entsprechende Faktor, den man mal haben. Dafür. Ich weiß, also wir haben einen Fachkräftemangel und wenn ich jetzt wir versuchen mal die ganze Geschichte, wenn ich die einfach nicht mehr habe, weil ich das über Funktechniken abbilden kann, dann baue ich weniger Monteure auf der Baustelle. Und das ist einer der Gründe, warum wir das auch so pushen bei uns in der Firma. Klar, 1, 2 Sachen überschneiden sich so wichtig, aber das spielt doch keine Rolle. Dankeschön. Hier vielleicht. Ich denke, die Digitalisierung, die bringt auf alle Fälle was, weil und diese Sachen, über KI zukünftig vielleicht, sind ja nicht oder nicht nur vielleicht, Markt, ich hoffe, viel weniger Abholungen bei Großhändlern, bewährt und die kennt viel jeder. Mehr schon vorbereitet, dass die Produktivität mit untersteigt und dass wir mehr und einbauen und deshalb wie aktuell, weil das ich aktuell so ein bisschen aus den Statistiken mitbekomme. Ist die Produktivität seit 2015 nicht unbedingt gestiegen, sondern machen, eher fast gefallen. Zusammenarbeiten. Und 15% mehr Personal ist aber in der Branche drin. Das heißt, 15% mehr Personal bei gleichbleibender Produktivität, das ist klar, die Komplexität wurde deutlich höher, aber das sorgt natürlich etwas für Kopfschmerzen. Das heißt, wenn die Digitalisierung nicht gelingt, wir müssen dann wird es zum massiven anderen Problem. Und ich sehe das schon als Chance. So, deshalb ist die Frage, also Potenzial ist da, das ist gut, dann stelle ich mal die Frage an, ich würde mal sagen, die Anlagenbauer im ersten Step, wie stark ist die Digitalisierung denn im Anlagenbau schon angekommen? Nur noch mal eben, dass wir vielleicht mal ein paar Zahlen haben. Wir haben im SAK-Gewerbe circa 45.000 Handwerksunternehmen. Da ist auch das kleine 3-Mann-Handwerksunternehmen dabei und vielleicht 5.000 bis 6.000, schätze ich mal, Anlagenbauer. Im Elektrogewerbe sind es, glaube ich, 60.000 eingetragene Elektrounternehmen in der Handwerksrolle und vielleicht auch nochmal 5.000, 6.000 größere Unternehmen. Und wie stark, Herr Kraus vielleicht, wie stark ist die Digitalisierung dort angekommen? Was ist Ihr Gefühl? Also ohne sie festnageln zu wollen. Ja, ich muss sagen, das bewegt sich auf jeden Fall im unteren Drittel. Was aber, würde ich sagen, gar nicht am Handwerk per se liegt, wo wir uns vor verschließen, sondern gerade wenn wir jetzt das Thema BIM nehmen, da kommen wir natürlich als allerletztes ins Boot. Das ist einfach so. Also wir haben, ich komme aus dem Großanlagenbau, sprich meine Abteilung, ich habe Revit-Experten, ich habe Bentley-Experten, die können alle BIM.
Wenn aber die Vorarbeit nicht da ist, wenn der Architekt, der Planer das im Vorgang nicht umsetzt, dann brauchen wir damit nicht mehr anfangen. Und dann ist natürlich, gehen wir wieder 4 Schritte zurück und alle Vorteile, die uns BIM bringen würde, können wir gar nicht nutzen. BIM ist ein gutes Stichwort. Tim, ich würde kurz die Frage mal an dich geben. Wie weit sind wir denn in der Umsetzung der ganzen BIM-Welt in Deutschland? Also wir arbeiten seit gut 10 Jahren am BIM überschlagsweise kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Ja. Ich gehe davon aus, 90% aller Projekte werden bereits in BIM umgesetzt. Unbedingt. Also eher weniger. Also deutlich weniger, würde ich sagen. Und das Thema, wer kommt wann ins Boot und was ich vorhin in meinem Vortrag auch versucht habe, so von der Herstellerseite so zu beleuchten, diese gemeinsame Sprache, die fehlt uns. Also wenn ihr Revit-Modelle baut, die sehen mit Sicherheit anders aus als die Modelle, die der Architekt, selbst wenn er dieselbe Software nutzt, bereitstellt. Also wir reden von unterschiedlichen Dingen und das zieht sich komplett durch diese ganze Kette. Und dadurch ist natürlich das, was an Daten vorhanden ist, obwohl es uns mit BIM versprochen wird, noch nicht so greifbar. Vielleicht wird der KI in Zukunft helfen, dass eben Themen oder Inhalte besser verstanden werden dadurch. Aber der technische Aufwand ist sehr hoch, nach wie vor. Und da es nicht gefordert wird oder diese Forderung immer noch sehr vage ist, ob ich jetzt BIM machen muss, machen es halt nur diejenigen, die es sich leisten können, beziehungsweise Mehrwerte davon haben. Sei es Vorfabrikation dann im Lüftungsbereich oder Rohrleitungsbereich oder Abhängungsplanung und so weiter. Ist aber oft sehr, sehr oft in-house, dass da Potenziale erkannt werden und Prozesse automatisiert werden. Und BIM auf der Baustelle, würde ich noch ein großes Fragezeichen dran machen. Wie viel Prozent der Projekte, die in Deutschland abgewickelt werden, werden über BIM abgewickelt oder mit BIM? Was ist dein Gefühl? Hausnummer? 10%. Okay. Was sind die Hürden? Der hohe Anspruch auch ans Personal. Also ich brauche natürlich Fachpersonen, die vor der BIM-Software sitzen und die bedienen können. Das ist ein hoher Trainingsaufwand, Schnittstellen, Probleme. Also das, wenn ich es nicht machen muss. Die Rahmenbedingungen sind eigentlich da. Theoretisch ja. Man muss halt viel in Schulung, Training, Know-how-Transfer stecken. Die Hersteller müssen mitspielen, dass die nicht BIM-Content bereitstellen, den kein Mensch benutzen kann. Sonst muss es doch wieder händisch eingepflegt werden. Also da greift so eins ins andere, wo wir leider noch nicht da sind. Wir dachten schon längst zu sein. Wie sieht es mit der Digitalisierung oder speziell BIM in anderen Ländern aus? Hat da jemand ein Gefühl? Besser. Gerne, Christian. Na, besser. In skandinavischen Ländern, da geben die schon richtig Gas damit. Also da denke ich mal, vielleicht dass die da 30%, schätze ich mal, 30-40% sind da schon unterwegs. Ja. Aber Frage ist auch immer, im TGA-Bereich definitiv nicht. Nein. Sondern genau. Eher im Hoch- und Tiefbau, ja. Aber wir haben oft auch andere Firmenstrukturen. Zuhören? Okay. Andere Firmenstrukturen, das heißt, es ist dann, wir kommen wieder in dieses Interne, in dieses, nicht Closed BIM, aber in der Firma, also wo ich halt Mehrwerte gewinne, also wo dann auch komplette Steigschächte vorfabriziert werden und nur noch reingehoben werden. Das habe ich jetzt realistisch in Deutschland nicht wirklich gesehen. Ja, da sind wir noch weit weg davon, durch dieses zerstreute oder viele Baubeteiligte und viele Schnittstellenprobleme. Mhm. Also es geht auch um die gemeinsame Sprache und es muss halt jeder irgendwo auch einen Benefit davon haben, dass es halt nicht ein mehr und teurer ist. Da müssen wir weg. Gut, also ich nehme mit, dass das Werkzeug ist da. Es fehlt an den Regeln vielleicht, es fehlt an der Disziplin, aber auch an dem gesehenen Mehrwert jedes Akteurs im Kreise. Gut, dann habe ich nochmal eine Frage zum Thema Monitoring. Geht ganz klar in Ihre Richtung. Das Thema, ich fange anders an. Wenn man mit der Politik spricht, mit dem Bauministerium, maßgeblich mit dem Bauministerium, kriegt man schnell die Aussage, dass sehr pauschal 70% der Anlagen, die vom Anlagenbau installiert sind, und das ist keine Kritik am Anlagenbau zwingend, nicht so effizient funktionieren können, wie sie es eigentlich könnten.
Ob es 70, 50, 40 oder 90% sind, ich lasse das mal so im Raum stehen. Es spielen sehr, sehr viele Faktoren mit einher. Es ist die Umnutzung, manchmal ist zur Inbetriebnahme nicht klar, wie das Nutzerverhalten überhaupt sein soll. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte. Es gibt auch Schnittstellenprobleme. Es gibt auch aus der Planung her vielleicht keine detaillierte Einigung mit dem Endnutzer oder mit dem Bauherrn. Es gibt vielerlei Gründe. Aber das Thema Monitoring kann ja zumindest mal Abhilfe schaffen. Also man würde auf der einen Seite den Ist-Zustand aufnehmen können und auf der anderen Seite kann man natürlich auch mit dem aktuellen Nutzer einen Soll-Zustand definieren. Wie stark wird das im Moment genutzt? Weil, ich sag mal, wir haben einen Gebäudebestand, der ist alt in Deutschland. Teilweise ist er saniert, aber großen Teil nicht. Und nicht alle Sensoren und Aktoren sind installiert, weil es damals einfach kein Thema war. Wie ist da der Trend? Wo bewegt sich das hin? Ist Monitoring ein größeres Thema? Und wenn ja, in welchen Segmenten oder in welchen Bereichen am Bau? Also diese Sanierungsprojekte sehen wir schon auch überall, dass man jetzt hergeht, alte Anlagen zu sanieren, mit der entsprechenden Sensorik zu versehen, dass sie Daten liefern, dass ich letztendlich Anlagen in ihrem Prozess optimieren kann, um letztendlich Energie einzusparen. Was wir aber immer wieder sehen, dass es gibt zwar diese Ansätze, aber letztendlich fehlt es dann daran, dass nach dem Umbau auch die Daten bei uns ankommen. Ja, also man baut um und dann, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Fachkräftemangel, gibt es aber eigentlich keinen mehr in dem Unternehmen, der sich dann darum kümmert, wirklich mal diese neu eingebaute Sensorik, diese sanierte Anlage mal nochmal zu überprüfen, besser einzustellen, dann zu vergleichen. Es fehlt dann die Zeit, sag mal, mit den alten Daten, die man ja hat oder die man vielleicht nur rudimentär hat, neue Daten aufzunehmen, die dann über den Zeitraum laufen zu lassen. Es fehlt einfach dann hier an der Stelle das Personal, das sehen wir immer wieder, um, ich sage jetzt mal, unsere Software und unsere Werkzeuge, die wir liefern, einzusetzen. Das heißt, der Kunde hat eigentlich alles in der Hand, wir liefern das Werkzeug aus, die Leute sind dann geschult und dann sind teilweise Personen nicht mehr im Unternehmen, es werden keine neuen nachgeschult. Wir hatten einen Kunden, die hatten 6 Energieberater in ihrem Bereich eingestellt. Dann kam Corona, dann wurde wegrationalisiert. Jetzt ist einer übrig geblieben und der soll sich um andere Sachen kümmern. Ja? Und das ist so dieses Problem, was wir sehen, und das passt auch zu diesen vorherigen 2 Fragen. Was für uns relativ wichtig wäre, ist, dass die Digitalisierung in diesen anderen Bereichen, ich gehe jetzt auf diese Automatisierungspyramide zurück, in der Feldebene, in der Automatisierungsebene, in der Dokumentation, im BIM. Wenn das besser funktioniert, dann landen die Daten mit einem besseren Informationsgehalt bei uns und wir können auch schneller umsetzen. Unsere Projekte und unsere Kunden, die dann mit unserer Software arbeiten, haben vielleicht dann auch mehr Zeit dafür, um genau dort anzusetzen und das Monitoring in der Software zu nutzen. Momentan sehen wir, dass viele Kunden eigentlich nur damit beschäftigt sind, sagen wir, ihren betrieblichen Prozess, der läuft jetzt und dann läuft die Anlage so durch. Wir haben auch Kunden, die nutzen auch nicht Zeitfenster, um Anlagen mal auszuschalten, weil man könnte Energie einsparen. Aus dem Grund, ich weiß nicht, ob die Anlage wieder anläuft und ob sie richtig wieder anläuft. Ja? Und wenn die Daten aus dem Unterbau, aus der Feld- und Automatisierungsebene schneller bei uns landen würden, dann würden wir in unserem ganzen Prozess mit der Aufschaltung auch schneller werden. Und dann hätte der Kunde auch einen schnelleren Effekt, mit unserer Software zu arbeiten und würde vielleicht schon in früheren Phasen, ich sage jetzt mal, mit der Optimierung beginnen und nicht erst, wenn das Projekt noch fertig ist und im Betrieb ist und im Service ist und dann zu schauen, wo kann ich denn vielleicht noch ein bisschen was einsparen. Ja? Okay, es wundert mich so ein bisschen, weil eigentlich das Thema Energieeinsparung sollte ja im Interesse des Nutzers sein. Also auf der einen Seite, wir haben die Energieeinsparverordnung bzw. energetische Inspektion, darauf wollte ich hinaus, von Altanlagen mit einem Erfüllungsgrad von 3%. Da sieht man, dass es an vielen Stellen halt doch nicht so umgesetzt wird, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Aber wenn ich das so höre,
kommt bei mir eigentlich an, die Energie ist nach wie vor zu günstig, weil ansonsten wird man es ja tun. Weil ich glaube, und das ist mein Bauchgefühl, vielleicht auch aus der Erfahrung hinaus, es sind definitiv zweistellige Einsparpotenziale vorhanden, gerade in Bestandsanlagen. Darf ich was sagen dazu? Das, was ich halt witzig finde in der Branche, das ist, eine Heizungsanlage wird im Sommer in Betrieb genommen und eine Kälteanlage wird im Winter in Betrieb genommen. Da sind die Anlagenbauer dann alle weg. Und dann ist die Frage, wenn dann irgendwann später dann wir die Daten brauchen, dann ist die Frage, was wir da kriegen vom Service, weil das, dann wird es vom Service in der internen Abteilung meistens weiter betreut. Und da, genau an der Stelle muss die Digitalisierung in Zukunft besser werden. Weil wenn dann die Daten mitunter da auf die Leute kommen, die dann sich später mit den Produkten wirklich beschäftigen und auseinandersetzen müssen, weil ich im Mieterverhalten auf einmal merke, das klappt so nicht oder ui, das ist jetzt zu warm oder es ist zu kalt oder es funktioniert einfach nicht. Macht keiner, weil die Daten nicht da sind, weil der Auftraggeber sich nach wie vor durchdrückt und sagt, du musst so dokumentieren, wie ich das will. Und dann stellt sich ja die Frage, wo ist denn da schon der Standard, wo ein Monteur oder ein Service-Dienstleister, wo der dann die Daten holt, um die Parameter zu prüfen oder die Daten zu prüfen, die er eigentlich bräuchte, um die Anlage in den optimalen Betrieb zu bekommen. Gut, zum Glück haben wir seit diesem Jahr ein Gesetz, was sich Energieeffizienzgesetz nennt. Betrifft im ersten Step natürlich größere Leistungen, aber nichtsdestotrotz, das ist der erste Ansatz für mich, wo das auch gesetzlich gefordert wird, weil der Hebel für die CO2-Einsparung, der ist riesig an der Stelle. CO2, das ist mein letzter Punkt, wo ich noch eine Frage zu habe, und zwar, alle Welt spricht heutzutage über Nachhaltigkeit in verschiedensten Ausprägungen, ESG-Nachweis im eigenen Unternehmen, alles muss nachhaltig sein, man spricht von CO2-Footprint, und wenn ich mir jetzt die Gebäudestruktur angucke, sehen wir, dass es erste Investoren gibt, die ganz klar einen CO2-Footprint eines Gebäudes fordern und nicht nur statisch, sprich für die Errichtung des Gebäudes, sondern die auch den Betrieb, die Wartung, das Ersatzteilmanagement und auch letztendlich das Thema Recycling über den Lifecycle betrachten. Jetzt weiß ich, dass sich ein Verband für seine Komponenten, die er fertigt, genau mit dem Thema schon befasst hat, nämlich das Thema Produktion, also Beschaffung, Produktion, Wartung etc. inklusive Betrieb. Das ist aber eine Komponente von vielen im Gebäude, und das sind RLT-Geräte. Da geht es wirklich sehr, sehr viel des CO2-Footprints, macht die Effizienz im Betrieb raus. Wenn ich jetzt aber über Kanäle, über Böden, über Wände, über Teppiche schaue, da ist es vielleicht doch eher die Herstellung oder die Errichtung. Wie ist denn das ein Thema im Moment in Ihren Unternehmen? Wie weit ist der Anlagenbau da, aber wie weit ist aus Ihrer Sicht auch jeder Hersteller so weit, dass er über sein Produkt, über seine Komponente eine ganz klare Auskunft über den CO2-Ausstoß geben kann? Es gibt EPDs, da ist das definiert. Ich glaube, ein Quadratmeter Teppich lässt sich gut abfangen. Für eine Tonne Stahl gibt es auch ein CO2-Äquivalent. Jedoch weiß nicht jeder Hersteller, woher bezieht er seinen Stahl. So, und das ist im Moment noch die große Frage, wenn große Kunden oder große Investoren tun es im Moment, die fordern genau diesen CO2-Footprint. Wie kommt man dahin? Vielleicht würde ich einfach die Frage mal einmal durchreichen, weil wir haben so viele unterschiedliche Perspektiven. Herr Kraus, ich würde bei Ihnen anfangen. Gerne. Also es ist ja tatsächlich bei uns gerade im Großanlagenbau der Fall, dass neue Gebäude, wenn sie auf den Markt kommen, generell zertifiziert werden, sei es DGNB, sei es LEED, sei es BREEAM, also da gibt es ja jetzt eine Masse an Zertifizierungsmöglichkeiten, die ja diesen ganzen Prozess mit einschließen, sprich von wie baue ich mein Gebäude, wie betreibe ich mein Gebäude, wie monitore ich mein Gebäude und wie reiße ich mein Gebäude in 50 Jahren eben ab. Und die Produkte, die wir verwenden, sind Gott sei Dank, Geberit war vorhin schon an der Tafel, wir verwenden sonst auch nur sehr namhafte Hersteller und die sind da auch sehr
freudig mit der Aussage zu ihrem CO2-Äquivalent. Also wenn wir eine DGNB oder eine Lead-Anfrage an Geberit, an Robert Herm oder sonst jemanden schicken, bekommen wir da eigentlich auch sehr stichhaltige Nachweise, die wir dann auch eins zu eins in solche Zertifizierungen weiterleiten können. Also das funktioniert schon sehr gut. Für den Betrieb oder auch für die Herstellung? Sowohl als auch. Das heißt, und wenn Sie als Anlagenbauunternehmen einen CO2-Footprint für ein Gebäude abgeben müssten, ja, müssten Sie lediglich Ihre eigene Leistung, Transport, Montage vor Ort, Firmenflotte etc. genau, mit einkalkulieren. Ja. Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Herr Stein? Bei uns ist es ganz ähnlich. Ich bin in dem Thema aber nicht ganz so tief drin. Was ich sagen kann, ist, dass unsere Lieferanten uns natürlich nachweisen können, wie der CO2-Footprint bei denen ist. Ich weiß, dass wir Möbelhersteller haben, die auch Möbel zurücknehmen und nochmal aufwerten, also nochmal rausgeben können. Genauso Beleuchtungshersteller. Und die können uns dann auch genau sagen, was das an CO2 jetzt verursacht hat. Jetzt bei unseren Gebäuden bin ich mir da nicht sicher, da kann ich leider nicht viel dazu sagen. Was wir gelernt haben, ist, dass bei mechanischen Produkten, Komponenten man recht gut auch übers Gewicht gehen kann, über spezifische Werte, Stahl, Aluminium etc. Man kann, je nachdem, wie hoch der Anteil Betrieb zur Produktion ist, kann man gewisse Sachen auch vernachlässigen, sprich wo der Stahl herkommt, aber nur zu gewissen Maßen. Wo es sehr, sehr schwierig wird und wurde, ist im Bereich der Elektrik, Elektronik, Schaltschränke. Die Frage würde ich gerne mal an Sie gehen, weil ein Stück Schaltschrank nach Gewicht zu betrachten, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach wie ein RLT-Gerät oder ein Heizkessel nach Gewicht zu betrachten. Genau, die Frage an mich habe ich jetzt erwartet. Weil ja ein großes Geschäftsfeld der Firma Hermes der Schaltschrankanlagenbau ist. Leider bin ich aus der IT-Abteilung und kann die Frage jetzt nicht so im Detail beantworten. Ja, ich kann bloß sagen, von Seiten der IT-Abteilung mit unserer Energiemanagement-Software versuchen wir halt allen Kunden auch das Werkzeug an die Hand zu geben, diesen CO2-Fußabdruck zu monitoren. Ja, und natürlich immer braucht der Kunde die Daten dazu von seinen Lieferanten. Er muss das ermitteln können. Aber wie gesagt, über unsere Software versuchen wir ihm zumindest das Werkzeug an die Hand zu geben, das zu monitoren. Ja, was jetzt speziell den Schaltanlagenbau betrifft, da kann ich nichts dazu sagen. Ich gehe mal davon aus, dass das auch bei uns im Hause so durchgeführt wird, wie es gefordert ist. Ja, vielen Dank für die klare Aussage, denn gebe ich für jetzt erst einmal Ruhe an der Stelle, aber ich lasse im Nachgang nicht locker. Das würde mich schon mal interessieren. Ja, dann würde ich die Frage bei Ihnen beiden auch gerne nochmal platzieren. Mhm. Tim, wie sieht das aus deiner Sicht aus? Also da wir weder planen, noch konstruieren, noch errichten, Software schreiben, kann ich nichts direkt dazu sagen. Ich würde aber die Frage zurückgeben, wie sieht es aus mit Bestandsgebäuden, also wo wir nicht modellieren. Wir haben roundabout 20 Millionen Bestandsgebäude in Deutschland rumstehen. Wie sollen wir damit umgehen? Welche Anforderungen kommen da auf uns zu? Und wie erfassen wir die und wie geben wir diese Daten weiter? Es geht ja nicht nur um Abbruch, sondern welche Standards benötigen wir da? Brauchen wir neue Standards? Und wie soll sowas dokumentiert werden? Ist mir momentan noch nicht klar. Ja. Also wir haben aktuell in Deutschland einen Gebäudebestand von 21 Millionen Gebäuden, 19 Millionen Wohngebäude und 2 Millionen Nicht-Wohngebäude, also Industrie, öffentliche Gebäude etc. Und der Gebäudebestand in Deutschland ist zu 70% älter als 1980. Das heißt, wir hätten viel zu tun, das nachzudokumentieren. Gibt es da Möglichkeiten? Und wenn ja, ich stelle die Frage, ich gebe sie wieder zurück, aber ich habe sie anders formuliert. Unter dem Gedanken BIM kann der CO2-Footprint einer Komponente zugeordnet werden, dass es zumindest auf Komponentensicht dokumentiert bzw. übergeben wird? Also wir werden auf jeden Fall diese 2 Millionen Gebäude, die vielleicht reportet werden müssen, nicht modellieren. Gehe ich mal davon aus. Also die wird kein Mensch hoffentlich anfangen nachzukonstruieren in irgendeiner 3D-BIM-Software. Und dann reden wir über
Klassifikationen und Eigenschaften und verknüpfte Informationen. Also das, was ich vorhin kurz mit dem Graphen gezeigt habe. Ich habe Komponenten und die sind vernetzt in Systemen, aber das muss nicht unbedingt gezeichnet werden, das Ganze. Da müssen wir Mittel und Wege finden, wie wir durch Scanning oder wie auch immer grob die Daten erfassen und dann wahrscheinlich Annahmen treffen mit allem, was hinter der Wand passiert, was wir nicht mehr genau dokumentieren können. Aber es wird keiner modellieren. Scannen, wie meinst du das? Wie könnte das passieren? Also 3D-Laserscanner, dass ich eben dann zumindest mal die sichtbaren Komponenten aufnehmen kann und darüber dann eben alte Bestandsdokumentationen, wie auch immer. Gut, wir wissen alle, wie toll dann alte Papierpläne teilweise noch dementsprechend, was vielleicht im Gebäude wirklich vorhanden ist nach 50 Jahren Nutzung. Ja, dann haben wir zumindest mal, wir können anfangen, Informationen zu sammeln. Dann wird es aber umso wichtiger, dass die immer weiter angereichert werden und in Plattformen bereitgestellt werden, die auch der Gebäudebesitzer in der Hand hat. Also da sehe ich jetzt nicht die großen klassischen Cloud-Plattformen, die im Moment genutzt werden für aktuelle BIM-Projekte, sondern eher Lösungen, die ich halt, die Daten sind bei mir. Es entsteht ja ein digitales Asset mit meiner Bestandsaufnahme zu meinem realen Gebäude und die kann ich dann auch mit weiter veräußern, wenn ich es dann mal verkaufe. Mhm. Gut, Christian, habt ihr Lösungen, um den CO2-Footprint eines Gebäudes darzustellen und zu ermitteln, wenn diese Anforderung kommt? Weil, so wie ich dich kennengelernt habe, wirst du nicht zwei Leute abstellen pro Projekt, die einfach nur CO2-Äquivalente addieren. Ich denke, wir haben Prozesse bei uns, wo wir einmal im Jahr mindestens in ein Gebäude reingehen und das ist die Wartung. Und da bin ich überzeugt davon, dass diese Prozesse uns nutzen können, um in Zukunft mitunter oder auch jetzt schon hier da Informationen oder Daten reinzuholen. Da, wo ich aber das Problem sehe, das ist noch, dass die Industrie von den alten Produkten halt noch keine Daten hat. Aber das kann sie ja rein theoretisch nachholen. Wichtig wäre auch da wieder, dass eine Standardisierung stattfindet, wie wir mit diesen Themen, zum Beispiel mit der Wartung, umgehen. Das heißt, wenn die Wartung in allen Gebäuden, kleiner Handwerker wie großer Handwerker, auf einem gleichen Level läuft, dann dementsprechend kann ich auch die Daten so konsolidieren, dass ich von dem Gebäude eine Aussage treffen kann. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für Ihre Vorträge. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch hier auf dem Podium zu sitzen. Ich wünsche allen noch einen schönen Messetag. Dankeschön. Jo, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ich würde jetzt gerne übergeben an unseren technischen Geschäftsführer, Clemens Schickel. Wir sind die Klimaschützer im Gebäude. Das muss ich so ganz klar posten. Wir tragen dazu bei, dass die Gebäude weniger CO2 ausstoßen, energieeffizienter betrieben werden, länger leben und digitalisiert werden können. Finde ich ganz wichtige Perspektiven in die Zukunft, bei der wir unsere Unternehmen unterstützen wollen, bei denen wir Hilfestellungen geben. Wir arbeiten mit BTGA-Regeln, wir formulieren selbst Anforderungen an Ausführungsthemen. Wir unterstützen die Unternehmen dadurch, dass wir Arbeitshilfen formulieren zu Anforderungen an Normen. Wir unterstützen Unternehmen durch Politikarbeit. Wir begleiten Gesetzgebungsverfahren. Den Punkt Klimaschutz würde ich gerne nochmal aufgreifen. Welche Beteiligung hat der Verband? Welche Beteiligung haben die Mitglieder und die TGA-Unternehmen in Gänze überhaupt am Klimaschutz? Das Marktvolumen der TGA-Unternehmen, und damit meine ich nicht nur des Anlagenbaus, sondern auch des Handwerks, liegt bei einem Jahresumsatz von 87 Milliarden Euro. Daran sieht man die große Wirtschaftskraft, aber auf der anderen Seite, was bedeutet das für den CO2-Ausstoß? Der CO2-Ausstoß von Gebäuden liegt bei ungefähr 80% des CO2-Ausstoßes der Mobilität, das heißt nur geringfügig darunter. Dementsprechend sieht man auch, was für ein großer Hebel die TGA in der gesamten Bedeutung des Klimaschutzes hat. Vielen Dank.